Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu Guardians of Ember hier bei Explorer LP. Mit dabei der Dark. Und wir sind immer noch im Dungeon des Shifting Core und haben jetzt 4 von 5 Bossen erledigt. Und jetzt schauen wir mal, ob wir jetzt zum Endboss reinkommen. Da müssten jetzt eigentlich, da waren so Ketten vor, die müssten jetzt eigentlich weg sein, also. Wenn es denn das war. Ja. Lunchen wir mal. Der Explorer hat recht. Oh, hier ist eine Kiste. Die gehört ganz allein dir. Okay. Scheiße! Assi. Hallo. Ich will nicht wieder sterben. Ich bin tot. Was? So, jetzt nicht, dass ein Geister gespawnt. Okay. Dann zeige ich euch den Dungeon nochmal von vorne. Also hier kommt ihr rein, ne? Dann geht ihr hier lang. Oh, fuck, Mann. Okay, ich glaube, ich kenne den Weg aber jetzt auswendig. Oh, schön, Whetstones bekommst du, also Waffenverbesserungs-Items bekommst du nur aus epischen Sachen. Ja, davon kriegst du ja auch genug, ne? Das ist ja. Naja. Ich würde mich Ich ja. denke Ich freue mich mal, jetzt. Ja. die Redstones kannst du später kaufen. Ich würde mich sogar jetzt schon über einen grünen Stab freuen, wenn ich einen kriegen würde, Also ungefähr 100 hartes Leder sind 8000 Gold. Hartes Leder mal eben fix zusammengefangen. Also. Warte mal, hol mal die Kiste oder willst du jetzt den Boss machen? Was? Kiste? Ist doch direkt um die Definitiv Ecke. Boss. Die Kiste aber danach. Die Kiste gehört ganz allein dir, hab ich doch gesagt. Übrigens, die Beschwörerkiste kann ich auch anklicken, ne? Mach ich aber nicht. Kann man das Event andauernd wiederholen? Guck doch mal die Beschwörerkiste an. Nein. Du siehst, du kannst auch weglaufen. Sind doch am Anfang nur die Köter. So. Wäre dann da. Oh Gott. Ich will da nicht rein. Super. Ja, versuchen wir mal das einzeln zu pullen. Am besten. Ja, hat ja fast geklappt. Geklappt. Fischer. Aber den kriegen wir auch noch hin. Alter, ich finde nur Waffen für dich, ey. Was soll denn der Rotz? Meine Herren. Ist leicht sickig. Achso, Heilung. Hast du deine Energieperle dabei? Moment. Bitte warten Sie noch 5 Sekunden. 3 Sekunden.
2 Sekunden, 1 Sekunde. Jetzt könnten sie pullen, wenn sie möchten. Oder soll ich pullen? Weil dann hätte ich. Also. Okay, mach ich. Lief gut. Was? Lief gut. Ja. Was ist das? You are going elsewhere. Okay. Und jetzt? Nein, ich bin nur in Ruhe. Okay. Was ist das? Shadow Emblem. Hm. Irgendwo, irgendwo. Oh Mann. Guten Tag, ich gehe schon mal rein. Also das Big Papa jetzt hier, ja? Das ist im Prinzip der gleiche nochmal, nur noch verbessert scheinbar. Okay. Ich will nicht wieder sterben. Komm zu mir, komm zu mir. Okay, ersten Lebensbalken haben wir schon weg. Dann. Ich bin auch gestunt. Zweiter Lebensbalken weg, naja. Oh, ein Video. Oh nee, ne? Das war eine Form. Es war auch zu einfach, um wahr zu sein. Okay, und nun? Looten? Steht er da oben. Und wartet auf uns. Na gut. Pussy. Im Home auf das Maul. Aber die Quest ist durch. Nee, den müssen wir nicht killen. Oder? Doch. Autsch. Leck. Macht er irgendwas Besonderes? Oh. Er tut weh. Hey, wo bist du denn?
Was denn? Geh weg da. Alter, dann schüttelt er mich fast direkt getötet. Okay, erst in dem Spark nochmal weg. Alter! Weiter, weiter, weiter laufen. Er macht immer zweimal dieses Boden. Dreimal. Letzter Lebensbalken. Autsch. Das ist cool an diesem Dings, du bist dann immun. Tot. Das fuckt ab. Er auch. Alter. Hast du ihn gekillt? Ja, der hat mich jetzt gekillt. Dann geh mal wieder in die Kiste holen, wenn ich schon den Loot nicht krieg. Ich weiß nicht, ob der Loot nicht da liegt. Kann ich dir nicht sagen. Na, glaube ich nicht. I don't believe that. Ja, ich will trotzdem noch zu ihm kommen, vorsichtshalber. Naja, ich komme. Weil die Kiste ist ja quasi eine Tür weiter. Latsch, latsch. Ja, jetzt zeigt er mir auch an, dass meine Rüstung am Arsch ist. Aber ist ich egal, was. Ich hab einen epischen Bogen als Questbelohnung gekriegt. Ja, also, hab ich schon gesehen. Zum Tour aufmachen. Ich hab's schon im Chat gesehen. Nette Sache. Alter, der sich im Wolf läuft. Das war hier, ne? Ich hab. Du bist nicht. Achso, ich muss mich durch dieses Ding da porten, ja. Deswegen sehe ich dich nicht. Was für ein Kack. Ja. Du.
Bist denn du? Nö, ich habe hier kein Loot. Dann lass nochmal zurück. Achso, hier können wir nur raus. Ja, komm, dann gehen wir raus. Ups. Ätzend. Ätzend. Hast du kurz vorher noch gestorben? Das ist nämlich super scheiße. So. Wo müssen wir jetzt die Quest abgeben? Wieder mit dem Selbstteleportier-Ding. Okay, Last Point, Personal Teleport. So, was gibt es denn jetzt hier? 8000 XP, das ist ja ein Witz. Eine Axt, ein Revolver, ein Zweihandschwert, Alter, willst du mich verarschen? Crossbow und ein Zepter, Staff, Two-Hand. Okay, und? Ups. You need to travel to Berlin's house. Okay. Kuldan, oder wie ist das da hieß? Kann ich den Stab denn jetzt tragen, beziehungsweise ist er was für mich? Pistole, Blade. Hä? Also ich könnte ein episches Einhandschwert tragen. Kann ich, hä? Ja, klar kannst du auch Waffen tragen. Aber dann müsste ich ein Schild dann tragen, ne? Wenn es ein Zweihänder ist, nicht? Er ist ein Einhänder. Anyhand, One-Handed Sword. Ja, dann kannst du noch ein zweites equippen. Ein zweites Einhandschwert. Hätte ich denn ein Schild? Egal, wir porten uns jetzt. Du kannst beim Kudan District da, wo du die Dings hast. New Kudan muss ich jetzt, ne? Ja, wo du die, da hast du diese Händler für die Tokens. Ja. Na, da kannst du auch ganz gute Items jetzt kaufen. Okay. Müssen wir zum Bazaar runter, ne? Wo waren das jetzt hier? Hier nicht, da. Boah, ich muss reparieren und verkaufen. Kann man bei dir reparieren hier? Bei dir bestimmt, oder? Hier, Kollege. Nein. Reparieren alles? Ja. So, dann verkaufen wir mal auch ein bisschen. Den epischen Schwert, das epische Schwert behalten wir mal. Der Rest kann alles weg. Ist alles knös, 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 knös. Na, warte, das Schild. Block, Stun, Hitpoints. Ne, war, kann weg. Den tun wir mal hier, bevor wir den aus Versehen verkaufen. Es ist sehr enttäuschend. So, das war der, den wir gekriegt haben. Auf mein Popo. Attack Healing.
Können wir mal behalten. So. Oh, hat er doch eine Brust gekriegt. Okay. Ich nehme alles zurück. Also müsste ich epische Sachen jetzt, auch wenn die nicht für mich sind, eigentlich behalten, wegen entzaubern. Okay, kann ich das jetzt hier usen? Okay, konnte ich doch noch nicht. So, da. 75. Yes. Yes. Bogen behalten wir, den Ring behalten wir, das können wir jetzt gleich verkaufen. Okay. Könnte ich mal eben den Rotz hier loswerden? Prima. Achievements. Nicht viel Achievements. So, wir müssen jetzt runter. Wo ging es denn hier runter? Hier nicht. Im Dark ging es runter. Kassel? Ne, hier ging es auch nicht runter. Wo muss ich denn hin? Wo war denn das? Hier war es runter, hier ging es runter. So, wo war denn jetzt der Fifi mit den Rüsten? Das war der hier, ne? Ach so, da bist du. Ja. Accessoire, Ringe, Ringe, Emblem, Necklace, Earring. Der hat das Schwert. Heal Points 85, Block Power. Was hatten wir für ein Stab? Chapter Staff. Guck mal an, wenn wir jetzt die neue Quest machen, kriegen wir Helme. Als Belohnung. Aha, aha, aha. Schild, Offhand. Heal Points plus 58 plus. Also muss ich das Schild, ne? Du musst nicht das Schild, du kannst auch ein zweites Einhandschwert nehmen. Achso. Dann musst du, dann hast du zwei Einhandschwerter. Dadurch kannst du teilweise, dadurch, dass die Schwerter einen relativ schnellen Schlagwechsel haben, kannst du deine Spells halt besser durchhauen. Oder du nimmst halt ein Schild, dafür kannst du dann besser. Also mehr Schaden aushalten, ne? Kann man natürlich auch machen. Es geht halt einfach nur um die Healing Ability und die Heal Points und so was, was da an Attributen drauf ist auf den Items. Ja. Ja, die sind wichtig, die verbessern deine Heilung zum Beispiel. Je höher dein Heilungswert, desto höher deine Heilung. Weil das Einhandschwert hier, was ich hier kaufen kann, ist, das gibt mir nur Hitpoints und Sword Mastery und zwei unbekannte Runen. Aber auch das Schild.
würde ich vorab schon mal zumindest nochmal 60 bis 180 Healpoints kriegen. Plus die zwei Runen. Und wie viel Rüstung hat das Spiel gestellt? 776. Dann würde ich das wahrscheinlich bevorzugen. Ja, meine ich nämlich auch. Okay, dann greifen. Greifen. So, okay. Jetzt sagt er mir wahrscheinlich, hey, du kannst kein Schild dran, du Idiot. Dann hast du ein paar Runen durchgehauen. Tokens. So, und das Schild. Doch. Okay. Sag mir mal gerade, wenn du C drückst, wie viel Rüstung du jetzt hast. Wenn ich C drücke. Damage, Attack, Healing, Armor. 1358. Ich bin bei 459. Healing Skill 58, Healing Power 328. Ja gut, müsste man jetzt sehen, ob ich jetzt Scheiße gebaut habe oder nicht. Verkaufen. Den Ring behalten wir. Ah, ich kann die Tasche öffnen, ne? Level 28 kann man. Ah, ne, Level 30 war das. Was, Level 30? Ja, Level 30. Ja, wo ist denn der Dark? Würde ich da direkt mal gerne austesten, wie viel Heilung ich da jetzt draufbleiben soll. Der Dark steht schon beim zweiten Questgeber, weil er unbedingt einen Helm haben wollte. Okay, wo muss ich denn jetzt überhaupt hin, um dir die Quest abzugeben? Im Norden wieder in diese komische, durch die, da wo die Doppelportale sind. Im Norden, da wo die Doppelportale sind. Sehr ernüchternd. Was denn? Ich bin mit meinem Bogenschützen Level abgekommen. Keine neuen Skills. Bam, bam. So, Doppelportal und dann. Müsstest du auf der Karte angezeigt kriegen, wo du hin musst. Ich verlaufe mich hier jedes Mal. Scheißportale, die irritieren mich jedes Mal. So. Oder war ich hier schon richtig? Nö. From New Quadern Bazaar to Rayridge. Muss ich zu Rayridge? Nö. Upper Town. Muss zu Upper Town. So. Dann gehe ich hier durch. So, jetzt habe ich die zwei Portale hinter mir. Und nun? Okay, dann muss ich jetzt da rechts rum. Sieht das kacke aus mit dem Schild, ey. Schwupps. Okay, complete. Trouble at home. How can I help? Except in order to fight the darkness, we must figure out, speak with. I would ask that you travel. So, wo muss ich jetzt hin? Zu den Zwergen runter. Dim. Oh, noch zwei lange Level. Fuck you.
Und ganz runterlaufen. Ganz runter. Sehen wir den da. Das Enchanting-System ist ziemlich genial. Es freut mich für dich, mein Sohn. Du kannst Items enchanten, um Sachen zu kriegen. Dann kannst du Items verbessern. Dann kannst du Attribute der Items verbessern für Gold. Deswegen, ich habe mal gerade, ich habe schon rausgegeben. 40.000 für Items-Verbesserungen. Dann kannst du Items auch schmelzen. Und daraus dann Runensteine machen, die Runensteine dann Items einsetzen. Mhm. Und das wird relativ komplex auf Dauer. Mein Bogen leuchtet jetzt. Der glitzert. Oh. Hat so ein bisschen so Feenblimblim da dran. Wo ist denn jetzt mein Questgeber? Wieso bin ich jetzt zu dir gelaufen? Da ist der Questgeber. Der dicke Zwerg. Der dicke Zwerg? Ach da. Von dem kriegst du jetzt einen Helm. Ein Heavy, ein Light Armor. Okay. Accept the quest. You learned Energy Wound. What? Null abgekriegt. Second Class. Also, okay, dann wollen wir das gute Teil auch mal direkt anziehen und. Gott, sehen wir scheiße aus. Ja, meiner ist etwas besser. Mir fehlt nur die Rüstung. So, Main Quest. Claim 5000. Nicht schlecht. Skills hier haben wir einen. Da muss man mal gucken. Ich glaube, ich werde nochmal alles komplett verlernen und dann kann man nämlich auch in der Secondary ein bisschen aufräumen. Und die Passiven haben wir doch auch jetzt, ne? From the Dark. Increase your dark damage by 10%. Whenever you deal dark damage to an enemy, you have 30 to summon a dark elf who have. Kriegst du einen Dark Elf, der dich für 7 Sekunden beschützt? Kann gut sein, der Bogenschütze kriegt so, also der Ranger kriegt zum Beispiel in seinem Passiven, da kannst du dann Bären und Wölfe und sowas beschwören. Also. Deswegen ziehe ich ja momentan gerade einen Twink hoch, also einen zweiten Charakter. Ich hoffe es bis zur nächsten Aufnahme, den auf dem Level hier zu bringen. Dann wird er eventuell diesen Charakter ab. 219, wenn er kritisch ist. Ansonsten 140. Und an sich sieht es nicht verkehrt aus, so ein Priester als mit Healing Engels Schwert und Schild. Ja, das Schild sieht scheiße aus, aber da wird sich vielleicht noch ein besseres finden. Ich wollte gerade sagen, da gibt's besser. Gut, Kinders, wir sind bei 33 Minuten, dann ist die Folge ja dann, ne, boah, lange geworden. Aber dann haben wir jetzt alles und sind wieder ready für neue Taten. Und ja, wir wünschen dir da draußen auf jeden Fall noch einen schönen Tag, schönen Abend, je nachdem, wann du die Folge siehst. Bedanken uns recht herzlich fürs Zuschauen und mach's gut. Tschüss, bis demnächst, bye bye und ciao, ciao. Tschüss.